Wir haben einen echten WM-Experten hier und wir haben die Moderatorin von Go Brasil auf der Bühne, Annika Zimmermann, und den Welt- und Europameister Paul Breitner. Hallo Berlin! Servus zusammen, servus. Wir haben uns gedacht, gerade hinter der Bühne, wir wollen mal testen, ob ihr auch wirkliche Fußballfans seid. Wo sind hier die Hertha-Fans? Und wo sind die Schalke-Fans? Wo sind stattdessen die Dortmund-Fans? Und jetzt bitte, wo sind meine Bayern-Fans? Respekt, super. Du kennst die Situation vor dem Spiel, du bist aber jetzt hier in Berlin, hättest auch nach Brasilien kommen können, hast dich aber entschieden, so wiederholten Male hier zum Hyundai Fanpark zu kommen, weil es so toll ist, oder? Also es gibt nirgendwo auf der Welt, und ich habe viel erlebt, keinen schöneren Platz, um eine WM, um eine deutsche Mannschaft zu erleben. Keine schönere Gegend, keinen schöneren Ort als hier, die Hyundai Fanpark Meile. Klasse da draußen! Ja, du hast angesprochen, nach 75 Minuten, bis die deutsche Mannschaft ins WM-Turnier hier startet. Jetzt direkt vor dem Abflug gab es leider die Verletzung von Marco Reus. Wie schätzt du jetzt die Lage ein? Wie konnte es dennoch aufgefangen werden im deutschen Team? Also Verletzungen wie die von Marco Reus klingt ein bisschen brutal, ist aber so eine Wasserstandsmeldung. Es kommt nämlich überhaupt nicht darauf an, ob vielleicht ein, zwei, drei mögliche Stammspieler verletzt sind. Wir haben im Moment 16, 17 Stammspieler, und da kann jeder den anderen ersetzen. Und es kommt heute effektiv nur darauf an, dass die Elf, die beginnen, dass die Elf, die immer auf dem Platz stehen, ihre Normalform erreichen, und dann werden wir heute auch klar gewinnen. Von den Elf, die auf dem Platz stehen, gibt es da einen besonderen, auf dem die Hoffnungen ruhen, vielleicht gerade Thomas Müller? Die größte Hoffnung, denke ich, ruht auf Jerome Boateng heute. Denn so wie es aussieht, wird er es mit Cristiano Ronaldo zu tun haben. Also, in erster Linie werden wir uns eine Zeit lang auf Jerome Boateng konzentrieren und schauen, was passiert dort. Denn wenn Jerome Cristiano Ronaldo in den Griff kriegt, dann haben die sowieso keine Chance. Kannst du Berlin auch Hoffnung machen? Was sagst du? Wir alle wollen einen klaren Sieg, und ein 3-1 wäre ein super Sieg. Und das wollen wir doch alle, oder? Also. Jetzt kann ich nur sagen, hoffentlich gibt es jemanden, der diese Stimmung hier, der euch jetzt in die Kabine, in die Mannschaft, der deutschen Mannschaft überträgt, weil dann ist es, wie wir sagen, ein Gmarz-Wiesel, dann läuft es von alleine. Paul Breitner, vielen, vielen Dank. Okay, servus Berlin, macht's weiter so. Super Stimmung, toll. Super.